Da sind wir auch schon in unserem heimischen Olympiastadion. Da muss ich gleich mal was zum sagen zum Olympiastadion. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir die meisten 3D-Spiele auswärts hatten. Oh, die haben Ömer Toprak. Oh, und Hakan Baltar. Und das ist schon wieder schnell. Das gibt's doch hier gar nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Also klar, jetzt kann's weitergehen. Wir in Blau-Weiß, weil schon ganz der Bruststreifen ist ja doch weiß eher. Von links nach rechts in der ersten Halbzeit hier gleich mal Draxler. Draxler, sehr schön gemacht. Ah, wird dann noch behindert von Fla, dem Niederländer. Alles klar. Gucken wir mal weiter. Ramos. Ich habe gesagt, wir können das gewinnen. Das, wir haben Hinspiel 1:0 gewonnen. Das weiß ich noch im Videotext. Müsste das gewesen sein. Heute zwei neue Spieler in der Startelf. Nee, drei sogar. Zwar einmal Sebastian Neumann in der Innenverteidigung. Dann noch der gute Nico Schulz als Linksverteidiger. Und im linken Mittelfeld wieder Stadtronny, Enes Benhatira dabei. Jetzt hier Draxler. Sehr schön. Auf Lasogga. Ah, schade. Fehlt ein bisschen die Präzision. Kann man besser machen. Okay, jetzt nochmal zum Abschluss der Saison. Ein schönes 3D-Spiel hier gegen Hoffenheim. Gleichwertige Teams von der Stärke her. Aber wir müssen aufpassen, die Hoffenheimer haben in den letzten 4 Spielen immer 2 Tore geschossen. Da müssen wir aufpassen. Jetzt schön, Ramos ist durch. Komm, den machst du. Den machst du ganz cool, den machst du. Aber was macht er denn da? Ach du meine Güte, warum spielt er denn da den Ball ab? Ach du meine, jetzt Lasogga. Links ist Platz. Aber er setzt sich schön durch, Lasogga. Aber Starke ist da. Schade, schade. Okay, er schießt den Ball weit raus. Auf Lasogga hier wieder am Ball. Auf Draxler. Über zu Ramos. Ah, Paul. Und wir haben Marco Höger und der kann das richtig gut. Und das ist eine richtig gute Freistoßposition. Komm, den machst du rein. Gesagt, getan. 1:0. Hertha BSC Berlin. Marco Höger. 4. Saisontor. Müsste demnach auch sein 4. Freistoßtor gewesen sein. Hier den Schlenster wunderbar um die Mauer herum. 1:0. Sehr schön. Aufpassen, dass wir hier souverän runterspielen. De Senna jetzt gelbe Karte. Unser Kapitän, der mir jetzt nicht so gut gefallen hat diese Saison. Ich hatte mir ein bisschen mehr von ihm erhofft. Auch das Entwicklungspotenzial ist bei ihm nicht mehr wirklich da. Wir haben Perdedei noch auf der Position, ganz klar. Ein junges Talent. Gucken, dass wir das weiterentwickeln können. Vielleicht holen wir den heute in der zweiten Halbzeit mal rein. Foul an Dissena von Obasi. Der müsste jetzt auch gelb kriegen. Jawohl, so ist es auch. Chinedu Obasi aus Nigeria. In echt ist er jetzt ja an Schalke 04 ausgeliehen. Soll da ein bisschen Spielpraxis bekommen. Hat, glaube ich, auch sogar eine Kaufoption drin. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaube, jetzt Neumann. Sehr souverän bisher. Jetzt auch schöner Pass auf Draxler. Links wäre wieder mal Platz. Aber Ramos verzettelt sich mal wieder. Sebastian Rudi jetzt am Ball. Aber der Senna sehr gut aufgepasst. Ramos. Draxler rechts ist jetzt ein bisschen Platz. Aber auch hier werden sie wieder beim Abspiel bedrängt. Pressing hört sich auch gut an. Pressing haben wir, glaube ich, das ganze Spielfeld über drin. Also auch vorne ruhig mal den Gegenspieler attackieren und versuchen, an den Ball zu kommen. Intensives Spiel haben wir auch drin. Jetzt die Senna. Du musst aufpassen, Junge, nicht, dass du hier noch gelb-rot kriegst. Meine Güte. Das sollte, wenn möglich, nicht passieren. Jetzt hier Freistoß Rudi, links raus auf Sigurdsson. Brandgefährlich, der Junge. Aber Höger, sehr schön. Und da steht sogar noch Adrian Ramos. Jetzt kann er doch mal laufen. Sehr schön. Komm, an Fla kommst du. Ah, kommt er nicht vorbei. Jetzt Hakan Baltar. Und wieder Rudi. Sigurdsson. Island müsste er kommen. Jetzt schöner Ball auf Ibisevic. Und Reitmeier. Das ist nicht souverän aus Schulz. Gelbe Karte, heißt er Sebastian Schulz? Ich weiß nicht genau, Bastian Schulz, keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass er lange verletzt war.
Aber jetzt ist er wieder da und reiht sich gleich mal mit einem Foul wieder sehr schön ein. Ihn müssen wir nächstes Jahr auch ein bisschen mehr aufbauen. Der soll sich recht gut entwickeln. Jetzt Freistoß, aufgepasst. Sigurdsson und Kraft. Ganz souverän vorne steht einer links ihrem Platz, rechts auch. Ball kommt auf Draxler, der verlängert sehr schön auf Lasogga. Sehr schön gesehen, Tunay Torun, der sieht sehr schön Ramos. So spielt man einen Konter aus. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, wie verzieht er den denn? Okay, ich würde sagen, Desena und Ramos nehmen wir mal zur Halbzeit raus. Die gefallen mir überhaupt nicht. Also Desena eigentlich schon, aber gelbe Karte. Gerade im defensiven Mittelfeld kann das ganz gefährlich werden. Jetzt hier Obasi, Neumann, was machst du da, Obasi? Kraft! Wunderbar gemacht. Neumann klärt. Aber wunderbar gemacht von Thomas Kraft. Jetzt wieder Sigurdsson. Am langen Pfosten steht einer. Und Schulz klärt den Ball, aber in die Mitte. Traktler kann erstmal klären, weiß und Desena, sehr schön. Jetzt Ramos. Rüber auf Torun. Der sehr schön hier gegen Hakan Balter sich durchsetzt und dann wird er gefoult. Müsste auch die nächste gelbe Karte haben. Also zur Folge haben, so ist es. Gülfi Sigurdsson. Hannover 1:0 gegen Kaiserslautern, Jakunan. Interessant, interessant. Jetzt Freistoß von Höger. Und auf die linke Seite, auf Benhatira, der hat Platz. Damit ist Draxler sehr gut gesehen. Draxler, ah, schade. Schade, schade. Ja, uns fehlt ein bisschen die Präzision im Abschluss. Ganz klar. Jetzt Ramos. Sehr schön gemacht, rechtes Platz. Aber er sieht Lasogga. Setzt sich gegen Toprak durch. Wunderschön gemacht. Pierre-Michel Lasogga. Sehr schönes Tor. 11. Saisontor. 11. Tor im 34. Saisonspiel. Ist sehr schön. Hat er aber auch wunderbar gemacht, ne? Auch wunderbar in die obere Ecke geschlänzt. Tor des Monats, würde ich mal sagen. Oder Tor der Woche. Mindestens. Skak, hier klare Sache gegen Hoffenheim. 2:0 zur Halbzeit. Noch mal aufpassen, Johnson. Und das auch schon Halbzeit. Erst 4 andere Tore sind gefallen. Okay. Gucken wir mal kurz rein. Das ist dann auch eine 4, würde ich ganz gern rausnehmen, bringen wir Perdedai. Ramos lassen wir doch mal weiterspielen. Auf wen wollte ich noch rausnehmen? Wollte ich überhaupt noch wen rausnehmen? Ich weiß gerade gar nicht. Und ich glaube erstmal nicht. Perdedai. Jetzt im Team hat eine 66, sehr schön. Merkt man auch hier, dass er sich anstrengt, die Sprungkraft Punkte diese Saison 9 dazu bekommen. Schön hier auch Konzentration, 2 dazu, Passspiel 5, lange Pässe auch 5, sehr schön. Marktwert von 1 Million jetzt schon. Sehr gut. Reitmeier nur eine 4, Draxler eine 3,5, Torun eine 2,5, das ist schön. Auch der arbeitet hier gut, Technik jetzt auch auf 81. Was hat der Neumann für einen Marktwert? 650.000, kam jetzt nicht ganz so oft zum Einsatz. Klar, würde ich sagen, spielen wir so erstmal weiter. Ich habe gerade gesehen, dass Kraft jetzt auch eine 80 hat. Hat ja auch sehr gut gehalten. Jetzt haben wir wieder die Ansprache vergessen. Das vergesse ich in letzter Zeit öfter mal. Im 3D-Spiel. Na gut, Draxler jetzt auf Lasogga. Sehr schön, auf Ramos. Rudi ist aber vorher da. Aber das macht er sehr schön, der Adrian. Ramos, Ramos, Ramos. Sehr schön gemacht. Genau wie Lasogga. Draxler. 3:0. Ist die Maschine im Laufen? Lauft die Maschine. Lauft die Maschine. Ja, läuft die Maschine, meine ich. Ramos, zweite Vorlage, Draxler, 3:0. Bingo. Ja, er ist so ein kleiner Wackelkandidat für mich. Er hat mich bisher nicht so wirklich überzeugt. Das macht er jetzt aber super. Auch gutes Spiel hier. Sehr schön. Höger, Lasogga, Draxler, die Torschützen. Jetzt haben wir hier aber Johnson, Obasi und Perdedai legt gleich mal schön dazwischen. Der Ball kommt aber auf Ibisevic, Latte und 3:1. Vedat Ibisevic trifft zum Ehrentreffer vorerst, aber wer weiß. Trifft erst die Latte, Kraft fliegt und dann prallt der Ball da unglücklich gegen seine Beine. Und dann sieht Neumann zwar nicht so gut aus, aber da kann er nichts machen. Jetzt langer Ball, kommt nicht an.
Und Perdedai ist wieder sehr gut da. Draxler. Jetzt auf Lars Sogga. Der auf Ramos. Und das war leider abseits. Ich dachte, er kommt hier noch zurück. Ah, das war auch ziemlich knapp. Ich würde eher sagen, nein. Aber der Schiedsrichter sagt ja. Von daher muss das wohl auch abseits gewesen sein. Jetzt hier Obasi. Wieder Ibisevic gegen Neumann. Der sieht da wieder nicht gut aus. Und Reitmeier mit dem Foul. Gefährliche Freistoßposition. Und die haben Saliovic. Ne, den haben die gar nicht mehr, genau. Aber die haben Sigurdsson. Ach du meine Güte. Sehr schön. Mauer jetzt weiß. Ibisevic und Draxler und Benhard Hiraclair. Sehr schön. Jetzt vielleicht kontern. Lasocker. Ramos. Ah. Kriegt da leicht den Ball abgenommen. Ibisevic jetzt auf Rudi. Rudi. Wieder zurück auf Ibisevic. Jetzt wird das hier nochmal ganz schön spannend, würde ich mal sagen. Wieder hat Ibisevic nur noch 3 zu 2. Was können wir jetzt machen? Ist die große Frage, da sah Reitmeier nicht gut aus. Nee, wir hatten die 23, das müsste Perdedai sein. Aber Reitmeier hat auch eine 4,5. Wisst ihr was, wir bringen mal den Jurisin für Lasogga. Würde ich gerne nochmal sehen, hier im Spiel. Mal gucken, wie der sich so macht. Ich meine, ist doch das letzte Spiel. Es geht ja um nichts mehr. Und ein 3 zu 2 ist ja ein sehr torreiches Spiel. Und haben wir den Fans ja schon einiges geboten. Sicher werden, sieht hier super. Wir führen ja auch. Foul von Rudi. Jurisin, weiterspielen. Doch, Freistoß. Rudi sieht gelb für diese Aktion. Ja, 13 Fouls im Spiel. Das ist eine ordentliche Marke. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Mittelmaß, würde ich halt sagen. Kein faires Spiel, kein schlimmes. Okay. Kann man den schon direkt machen? Ich glaube nicht. Oh, jetzt kommt Roberto Firmino. Der ist richtig gefährlich. Richtig gefährlich. Ja. Höger jetzt hier am Ball. Höger. Ah, wird rausgefaustet. Kriegt er den? Nee, Ibisevic ist vor ihm am Ball. Und Neumann kommt wieder nicht hin. Jetzt muss er mitgehen. Ach du meine Güte, jetzt kontern wir uns hier im eigenen Stadion aus. Ibisevic. Und Abschluss. Okay, 70. Minute. Zeit für den dritten und letzten Wechsel. Ich hätte gern Alexander Kokorin drin, statt Ramos. Nächster Stürmer. Mit Perspektive nach Jurisin. Defensive würde ich ganz gern so lassen. Hubnik sehe ich jetzt nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial, auch wenn Neumann und Reitmeier keine gute Sache machen, aber Kraft. Und Jurisin setzt sich hier gleich mal schön durch. Sehr schön, kann gehen. Sehr schön auf Draxler, jetzt auf Ramos. Rechts wäre Platz. Weil für jeden Ball, dieser Ron Fla ist echt extrem zweikampfstark. Jetzt hier wieder Ibisevic und Neumann. Sehr schön, Jurisin. Gutes Spiel von ihm. Muss man sagen. Links raus auf Benhard Tira. Tira, der zurück zu Jurisin. Der hat jetzt Platz, sieht aber Draxler. Ah, der kriegt hier aber den Pass nicht mehr weiter. Perdedai gegen Ibisevic. Perdedai verliert. Obasi. Und Reitmeier, sehr schön. Balta. Auf Roberto Firmino. Foul von Höger, nein. Es geht weiter. Ah, Torun. Höger. Ist Balta wieder am Ball. Und Perdedai. Aber wieder zu Rudi, jetzt hier so eine kleine Drangphase. Obasi, Obasi, Kraft. Tögert hält uns aus. Jetzt kommen Kokorin, Ramos und bei den Hoffenheimern kommt. Wer ist das? Ist das Brafheit? Müsste Brafheit gewesen sein. Ja, so ist es. Und Ryan Babel kommt. Brafheit kommt für Hakan Balta, genau. Und wie es aussieht, ging Obasi raus und der gute. Ja, Ryan Babel kommt für Chinedu Obasi. So ist es. Jetzt Kraft. Raus. Offenheim Abwehr jetzt ganz weit vorne. Rudi jetzt hier auf Babel. Wie sieht der denn aus? Komisch auf jeden Fall. Jetzt Toprak. Macht das aber ganz routiniert. Rudi. Ball nach vorne. Reitmeier. Der ist ja auch groß. Der ist ja um die 1,90 groß, glaube ich sogar. Schulz. Draxler. Rechtes Platz. Ah, kommt nicht an. Schade.
Nochmal Weiß und wieder ist Reitmeier da. Draxler. Ah, wieder ungenauer Pass. Ryan Barbel. Hebt den Ball zu Ibisevic und wieder Reitmeier. Apertetai verliert wieder den Ball. Und gewinnt ihn wieder. Sehr schön. Draxler jetzt. Zwei Minuten noch. Jurisin. Kukurin. Wird da umgesetzt. Gelbe Karte. Das muss doch die gelbe Karte geben. Und Schalke wird Meister. Sie führen mit 2:0. Ach du Scheiße. Ich kann doch nicht Meister werden. Die waren noch nie Meister. Also, der Bundesliga. Ach man. Als Bayern-Fan ist das jetzt wirklich schwer zu sehen. Kukurin! Ah, schade. Auch von den Chancen her ausgeglichenes Spiel. Nochmal Draxler vielleicht. Perdedai. Nochmal langer Ball rüber zu Kukurin. Kriegt er den? Nein. Nochmal Abstoß. Tom Starke. Aber es müsste es auch gewesen sein. Jawohl, so ist es. Die Saison 2011-2012 ist Geschichte. Wir beenden die Saison auf einem schönen 7. Platz. Bedanken uns nochmal bei den Fans. Gucken nochmal in die Statistik rein. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Nachbericht. Bis gleich. Da sind wir. Bester Spieler Marco Höger mit einer 2,5. Sehr schön. Ramos zwei Vorlagen, Tore von Höger, Draxler und Lasogga. Perdedai 4,5, das habe ich nicht so gesehen. Ich fand den Bären stark. Hat viel abgeräumt. Jurisin, ja, kam nicht so wirklich ins Spiel rein. Reitmeier 4, Schulz 4, na, De Senna auch. Was ist das denn hier? Hoffenheim hat zwei Tore gemacht. Wieder hat Ibisevic hat beide davon gemacht und trotzdem noch eins vorgelegt. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Respekt. Endtabelle. Bleibt genauso wie am vorletzten Spieltag. Schalke wird Meister, geht mit Dortmund und Bayern in die Champions League. Werder muss in die Qualifikation. Hamburg, Stuttgart und Hertha gehen in die Europa League. Sehr schön. Spieltagsstatistik. Keiner drin. Von uns, schade. Beste Spieler. Torschützen, stehen wir auf Platz 21 und 22 mit 11 Toren. Ballack hat sich dann noch vorbeigeschoben. Ach, so ein Mist aber auch. Torschützenkönig wird Mario Gomez mit 24 Toren. Notenbester Spieler der Saison war Oliver Baumann mit einer 2,38. Kraft landete auf Platz 9. Sehr viele Torhüter da, aber das ist eigentlich immer so. Fairplay. Wir sind die 9 fairste Mannschaft der Liga. Hoffenheim ist die fairste Mannschaft, kann sich dadurch noch Hoffnung auf einen Europa League Platz machen. Freiburg, die unfairste Mannschaft der Liga, abgestiegen sind. Zudem Augsburg und Freiburg. Köln muss in die Relegation gegen Bochum. Sicher aufgestiegen sind Eintracht Frankfurt und 1860 München. Das Duell, sehr interessant. Ah, schade. Hier haben wir nochmal das Duell der Saison. Höger gegen Raoul. Raoul gewinnt aber, wird Meister. Aber Höger hat einen höheren Marktwert als Raoul. Das nur mal so am Rande. Wen haben wir denn hier noch? Können wir hier nochmal kurz durchgucken, ob wir hier noch einen interessanten Spieler haben? Bernblom, nee. Nein, 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 nein. Ja. Linkes Mittelfeld, 3,5 Sterne. Der sieht interessant aus. Tun wir mal ins Blickfeld. Doch, der könnte was werden. Grundstärke 66, wenn wir den ein bisschen aufbauen. Wieso denn nicht? Okay, das war's. Alles klar. Dann würde ich sagen, Raoul ist Spieler des Jahres. Würde ich mal so sagen. Ach, hier noch Spielerauszeichnung. Kraft, bester Spieler. Bester junger Spieler ist Perdedai. Bester Torschütze Ramos. Liebling der Fans Lasogga. Am häufigsten Spieler des Spiels Contento 8-mal. Das ist stark. Okay, dann würde ich sagen, war's das erstmal. Wir enden hier mit dem Bericht. Oder beenden wir mit dem Bericht, das haben wir alles schon durchgeguckt. Ah, hier noch Torwart des Jahres ist Ulreich vor Weidenfeller und Kraft. Sehr schön. Torschützenkönig Gomez vor Raoul und Barrios, das haben wir schon alles durchgeguckt. Den Rest gucken wir uns in der nächsten Folge an, wenn es heißt Saisonende. Na klar. Bis dann, tschüssi.